Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Side Livestream. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend hier live aus Side. Ich bin hier gerade auf der Strandpromenade. Um genau zu sein, hier vor dem Jannet Akanthus Hotel. Und ich gehe hier gerade Richtung Side. Das kann man hier auch sehen. Der schöne Strandabschnitt vom Jannet Akanthus. Und man sieht das Licht von Side, liebe Leute. Wir haben jetzt gerade 14 Grad. Wir hatten heute einen sehr, sehr starken Wind. Wir hatten richtige Wellen heute. Es hat zwar nicht geregnet, es war Regen angesagt, aber oben in den Bergen hat es sogar gehagelt gehabt. Aber es ging auch ein sehr, sehr angenehmer Wind. Und hier sind wir jetzt genau beim Jannet Akanthus Hotel. Und ich wollte gerne dieses wunderschöne Flair, diesen wunderschönen Wellenrausch und den wunderschönen Moment hier auch am Abend bei 14 Grad mit euch teilen. Und hier sieht man auch die schöne Beleuchtung vom Jannet Akanthus Hotel. Und wir haben morgen 21 Grad und übermorgen auch 21 Grad, liebe Leute. Und ab Freitag geht es dann wieder bergauf. Dann haben wir 23 Grad, 26 Grad und bis nächsten Freitag sogar 28 Grad. Also für die, die jetzt die Tage ankommen sollten. Wir haben hier heute Sturm gehabt, also einen starken Wind gehabt, aber das Wetter wird jetzt die Tage wieder sehr gut, dass alle auch den schönen Strand genießen können. So wie hier zum Beispiel sieht man die schönen Holzliegen von dem Jannet Akanthus Hotel, liebe Leute. Wir haben hier in der Türkei eine Stunde Unterschied zu Deutschland, für die, die es nicht wissen. Wir haben hier bei uns jetzt 22.49 Uhr am 19.04. bei 16 Grad zeigt er hier sogar an. Bei der Uhr, bei der Wanduhr vom Jannet Akanthus Hotel. Und ich denke mal, dass ihr auch schön den Meeresrausch hören könnt. Und man sieht hier auch, dass die ganzen Liegen hier auch ausgestellt sind. Guten Abend, herzlich willkommen an alle, die dazugekommen sind. Live aus Side an der Promenade vor dem Jannet Akanthus Hotel in Marsch in Richtung Side. Es ist sehr voll geworden bei uns. Es sind sehr viele Leute da. Die Hotels sind alle gut besucht mittlerweile. Und hier gibt es nochmal eine Siedlung hier direkt am Strand. Ich hoffe, dass das Licht ausreichend ist. Hier an der Promenade und dass ihr auch alles gut miterkennen könnt. Hier sind wir jetzt vor einer Bar, die einzige Bar, die hier auch direkt im Sand ist, hier in Side, die Terrassbar vor den Bankautomaten, liebe Leute, die Terrassbar hier in Side. Hier sind auch Bankautomaten. Die einzigen Bankautomaten hier in am Strand, an der Promenade von Side. Und hier ist auch immer so ein kleiner, schöner Hund, der immer hier sitzt.
Also eben hatte ich noch gedacht, dass es heute regnet hier. Aber gerade denke ich, dass es doch nicht mehr regnen wird. Und ich bin gerade auch hier, ich schaue gerade selber hier, erstaunt ehrlich gesagt. Wir sind hier am ganzen Strand schon die Liegen ausgestellt. Und hier vorne ist ein bisschen beleuchtet, da können wir mal runtergehen. Hier vom Alexia Resort und Spa der Hotelabschnitt, liebe Leute. Hier gehen wir mal runter. Das war ein ganz schön kleiner Strandabschnitt eigentlich. Ich habe ihn mir größer vorgestellt. Und da vorne sieht man auch die schönen Wellen. Die sind ja nicht zu übersehen. Wir haben noch vor 2 Tagen Vollmond gehabt. Aber der Mond wäre jetzt hier auch von den ganzen Wolken auch nicht mehr zu sehen. Und hier mal der Meeresrausch. Der Wellenrausch für euch. Live aus Side von der Strandpromenade. Beim Alexia Resort Hotel Strandabschnitt. Neben der Terrace City Bar. Also Terrace Bar. Neben dem Jeanette Akantos Hotel. Sind wir hier gerade am Strand und haben hier einen sehr, sehr schönen Wellenrausch. Hier live in Side. Und einmal hier der Blick nach Side Altstadt, liebe Leute. Und ab morgen ist dann das Wetter wieder schöner, als es jetzt war. Und dann wird es auch besser. Das Wetter hier bei uns in Side. Jetzt gehen wir mal wieder hoch. Und gehen mal die Strandpromenade weiter in Richtung Side. Das war der Meeresrausch, der Wellenrausch, sagen wir mal eher. Direkt hier. Live aus Side. Dem kleinen Kätzchen geht es gut und ich werde dann auch später bei dem letzten Kätzchen, was da noch lebt von der schwachen Mama, werde ich dann auch später bei Cats and Gold bei meiner anderen Seite, wenn ich zu Hause bin, einen Livestream machen. Aber der Katze geht es gut. Danke für das Nachfragen. Und leider haben wir 3 davon verloren von der schwachen Mama. Die Mama war krank, die Babys waren krank und dann waren wir jetzt auch beim Tierarzt mit dem kleinen Babys. Und der Mama geht es besser und das Baby war schon von Anfang an viel stärker als die anderen. Und die lebt jetzt wieder und da werde ich später, wenn ich zu Hause bin, innerhalb der nächsten Stunde noch bei Cats and Goat noch einen Livestream machen, liebe Leute. Und wer das sich gerne anschauen will, ich spreche dort ein bisschen auf Deutsch, ein bisschen auf Türkisch,
Also für alle Tierliebhaber oder Katzenliebhaber. Ich habe noch eine Katze, die Cats and Gold heißt und die da halt nur um Tiere geht. Und da mache ich halt auch über die Tiere immer, teile ich immer etwas über die Tiere, über die Katzen. Die ich halt aufgenommen habe, aufgepäppelt habe und die bei mir leben. Und jetzt sind wir hier gerade auch vor dem Ragga Hotel. Da feiert ja die Animation mit den Gästen. Da muss man schnell vorbeigehen wegen der Musik, denn da gibt es Urheberrechtsschutz und dann bängt die gleich das Video. Ist auch immer ganz ärgerlich. Ist mir schon mal passiert, wo ich dann bei einem Moment in der La Perla war und da auch einen Livestream gestartet hatte. Man sieht hier überall am Strand die Liegen ausgestellt. Es ist viel voller geworden. Erwarten sich auch sehr viele Leute dieses Jahr eine gute Saison. Und dann hoffen wir mal auch, dass es ein gutes Jahr wird. Und jetzt sind wir hier vor dem Golden Star Beach Strandabschnitt. Das ist ganz schön eng aneinander. Das kann man hier auch sehen. Vor dem Trendy City Beach Strandabschnitt sind wir jetzt, wo auch Gäste sitzen. Also jetzt haben alle Hotels auf. Das ab 16 plus ist das Hotel. Hier am Strand. Weil die Strandpromenade ist ganz schön ruhig jetzt am Abend, wenn ich hier gerade schaue. Wir haben auch heute, wie gesagt, auch kein gutes Wetter gehabt. Es waren sicherlich viele Leute unterwegs. Und hier sind wir jetzt vom City Star Beach Hotel. In Side. Und jetzt sind wir an einer Stelle, wo auch das Meer besser zu sehen ist. Gibt es auch überall Seitenstraßen, wo man immer ganz hoch kommt, wieder zur Hauptstraße. Also Geschäftsstraßen, wo auch Geschäfte sind. Hier steht auch ein Eisverkäufer, aber dort alles zugemacht hat wegen dem ganzen Wind, dass halt auch sein Stand nicht beschädigt wird. Und hier einmal das City Star Park Hotel von der Promenade aus. Mit dem engen Strandabschnitt. Man sieht, wie hoch das Wasser steht, dass die Liegen zurückgezogen wurden. Also es gibt, wir haben hier schon ganz andere eine ganz andere Wellen erwartet gehabt, dass sie hier schon die Liegen zurückgezogen haben. Man sieht auch, dass das Wasser hier ganz nahe kommt.
Dankeschön, Dankeschön, liebe Grüße aus Krummkühl, aus Tide. Man sieht hier die Bistros, die Bars an den Seiten, an den Straßen, dass die noch alle aufhaben. Und so schaut es aktuell am Abend aus an der Strandpromenade. Wir sind vor dem Zirma Hotel, also Ziele Princess Hotel, losgegangen und sind gerade an dem Ziele Star Park vorbeigegangen. Wir sind hier eigentlich schon fast in der Altstadt. Weit ist es nicht mehr. Und dann nochmal der Blick in Richtung Altstadt. Ne, die fährt hier nicht an der Wimmelbahn vorbei. An der Promenade sind alles an auch Elektrofahrzeugen eigentlich verboten, soviel ich weiß. Also Autos, Motorräder und auch diese kleinen Roller, die dort mit auf Strom sogar sind hier verboten, soviel ich weiß. Leider fährt die halt hier dann nicht vorbei, die Bummelbahn. Und hier nochmal der Blick zurück in Richtung Krummkühl. Hier sieht man auch die Wellen. Man ist hier gerade ganz nah am Wasser hier an der Promenade. Und der schöne Wellenrausch, liebe Leute, ist natürlich hier nicht zu überhören. Ja, das finde ich auch sehr, sehr schön. Hier nochmal die ganzen Bistros und Bars. Guten Abend, hallo. City Beach Club. Sieht auch sehr gemütlich aus. Hier direkt in Ziele. Zum Sonnenuntergang natürlich auch alles sehr, sehr schön hier.
und wir kennen auch viele Leute aus Ziele zurück. Und hier sieht man auch eine kleine Eisecke und Vitaminecke. Und der Wellenrausch ist auch wirklich sehr, sehr herrlich. Das könnt ihr auch mitbekommen. Das hört ihr. Aber man geht hier wirklich sehr, sehr nah am Wasser. Hier nochmal der Blick zurück. Was hier schon alles gegangen sind, liebe Leute. Ich hatte auch wieder sehr, sehr viel im Laden zu tun. Deswegen war ich jetzt tagsüber nicht unterwegs. Ich bin ja auch gerne tagsüber oder in der Früh schon am Strand und habe da auch gerne einen Livestream immer gemacht. Aber ich hatte ja die Katzenfamilie. Jetzt 4-5 Tage war ich jeden Morgen mit denen beim Tierarzt. Aber leider haben die nicht überlebt. Ich habe alles versucht für die. Und deswegen ist das Livestream in der Früh immer nicht zustande gekommen, weil ich halt zum Tierarzt musste. Aber wenn alles gut geht, werde ich jetzt natürlich auch öfter in der Früh immer am Strand oder irgendwo im Ort sein und euch immer mitnehmen. So wie jetzt auch, wo ich am Abend jetzt einen Spaziergang mache und euch auch hier bei dieser schönen Stimmung auch mitnehme und ihr euch das auch gerne mit anschauen könnt, wie es hier gerade aktuell ist. Ja, also wegen den Katzen, ich habe da wirklich alles gemacht. Das eine Babykätzchen ist gesund geblieben, wie gesagt. Also dem geht's gut. Aber drei davon waren leider sehr krank und es ging leider nicht. Ne? Hier sieht man nochmal die schönen Wellen. Hier sind die natürlich ein bisschen flacher, nicht so hoch, wie als wenn man jetzt da hinten war. Weil durchziehe sind die natürlich auch ein bisschen flacher hier, die Wellen. Warum ist alles teuer geworden? Das frage ich mich auch, warum alles teurer wird. Es ist alles wirklich viel, viel teurer geworden. Egal, was man kaufen will bei uns. Es ist wirklich alles viel teurer geworden. Aber es ist auf der ganzen Welt halt so, ne? Jetzt sind wir hier vor dem Jan Garn Hotel. Vor dem Jan Garn Beach Hotel. Hier sieht man noch ein Pärchen, die da sitzen und den schönen Meeresrausch genießen, da ein bisschen Romantik machen. Und hier sieht man auch
an der Straße gleich. Die liegen. Und hier der Blick nochmal, den wir gegangen sind. Und den Weg gehen wir auch dann nochmal zurück, liebe Leute. Ganz nach Siede. Ganz nach Siede rein. Wenn man hier geradeaus weitergeht, kommt man nach Siede. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich muss ja noch, wie gesagt, zur Babykatze. Ja, an der Promenade ist es auch immer sehr, sehr schön. Es ist immer sehr herrlich. Hier sieht man jetzt auch den Blick in Richtung Siede. Ich meine in Richtung Kumkirche, Entschuldigung, habe ich versprochen. Es ist sehr, sehr entspannt, wie gesagt, hier auch spazieren zu gehen, was ich auch gerade mache. Das ist auch, ich hoffe, über die Kamera sehr gut zu erkennen, weil die Lichter stören irgendwie, glaube ich, ein bisschen. Aber ich denke mal, das ist gut zu erkennen. Und das ganze Flair, die ganze Stimmung ist halt ganz positiv hier, weil es auch gar nicht kalt ist. Und ab morgen wird es natürlich wieder wärmer. Und ich wollte mich noch mal ganz, ganz herzlich für die 1000 Abonnenten bei YouTube bedanken. Also ich habe euch auch immer darum gebeten gehabt, dass wer noch nicht YouTube abonniert hatte, wer dort YouTube auch abonnieren kann. Antalya Siede Livestream, weil man dort auch 1000 Abonnenten benötigt, dass man da auch live gehen kann. Und da will ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, weil wir haben die, weil ich habe jetzt dank euch auch die 1000 Abonnenten da zusammen. Und ich werde dann natürlich auch morgen ein Dankeschön-Video auch bei YouTube machen, gleich einen Livestream. Weil das ist dort auch, wie gesagt, eine gute Qualität und ich werde dann auch dort auch hin und wieder mal live gehen. Ich wollte mich auch ganz herzlich bei euch bedanken, an den Zuschauern, die das alles abonniert haben. Ich werde kurz was ausprobieren. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich, wie gesagt, bei allen bedanken, die das auch unterstützt haben oder die Seite im Allgemeinen unterstützen oder es auch immer teilen. Wollte ich mich natürlich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ne? Also für alle, die Antalya der Siede Livestream auch bei YouTube abonniert haben und auch die Seite unterstützt haben. Die 1000 Abonnenten sind jetzt vorhanden und da mache ich auch hin und wieder mal jetzt Livestreams mit einer hohen Qualität, vor allem wenn man noch im Wasser ist. Aber die Livestreams hier werden auch nicht vernachlässigt und werden auch immer wieder hier bei Facebook auch weitergehen. Ne? Und ich danke euch auch fürs Zuschauen, für die ganzen Kommentare und fürs Teilen und fürs Liken und fürs Abonnieren natürlich auch. Für alle, die das auch schauen und auch abonniert haben. Ich bedanke mich auch natürlich ganz, ganz herzlich dafür. Hier bei Facebook haben wir auch schon fast fast 3000 Abonnenten zusammen. Und ich bedanke mich auch natürlich auch ganz herzlich, die hier bei Facebook die Seite abonniert haben. Ne? Also so viel zu den 1000 Abonnenten bei YouTube und für das ganze Liken und Teilen hier bei Facebook. So, dann zeige ich euch hier weiter die Gegend, was ihr auch gerne sehen wollt.
jetzt geht's weiter. Also wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank für die 1000 Abonnenten bei YouTube. Für alle, die das auch da abonniert haben. Gute Nacht. Man sieht auch hier, dass viele Geschäfte noch aufhaben. Also Bars kann ich verstehen, aber viele Geschäfte haben auch noch auf. Manchmal frage ich mich wirklich, wann einige Leute schlafen gehen. Es gibt auch in Kumpel Geschäfte, ich gehe da vorbei, die sind immer auf. Also man sieht immer die gleichen Leute und dann denkt man, wann gehen die schlafen wirklich, ja. Naja. Man merkt auch, dass das Meer ruhiger geworden ist. Auf dem Weg hierher war das ein lauterer Meeresrausch. Es war lauter hier. Es hatte vorhin jemand gefragt, ob ich ein Hotel empfehlen kann, ein günstiges Hotel. Also ich bin got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. Liebe Leute, also auch am Tag über, wenn es hier voll ist, wenn hier die Aktivitäten alle auch tagsüber sind, können wir das auch noch alles machen. Also dieses Livestream war jetzt auch eher ein spontanes Livestream, sag ich mal so. Ich war hier halt hier in der Nähe. Und ich wollte einen kleinen Spaziergang machen und habe euch auch gerne mitgenommen. Hier auf die Promenade, auf der Promenade von Side.
weil viele das hier auch sicherlich interessiert, wie es hier aktuell ist, wie es hier aktuell ist am Abend, weil viele auch hier mit Sicherheit die Promenade kennen, die hier schon mal im Urlaub waren oder die auch gegangen sind, die in Kumkö beim Corolla Hotel anfängt, bis ins Ziel der Altstadt geht und genau 4000 Meter geht, also 4 Kilometer geht bis zur Altstadt, die Strandpromenade von Ziden. Guten Abend, Stefanie. Da hat auch gerade jemand gefragt, wie es den Katzenbabys geht. Es ist davon nur noch ein Katzenbaby da, leider. Und dem geht es gut. Und da werde ich auch später bei Cats and Gold noch ein Livestream machen bei meiner anderen Seite. Da spreche ich zur Hälfte Deutsch und zur Hälfte Türkisch für alle, die neu dazu gekommen sind. Ja, leider hat die Kleine es nicht geschafft, mit der ich noch beim Tierarzt war, gestern Morgen. Aber der anderen Kleinen geht es gut. Heute in der Mittagszeit wollen wir mit der beim Tierarzt. Und da geht es, wie gesagt, gut. Und die ist zu Hause. Allerdings hat die Mama die von oben nach unten gebracht, ins Schlafzimmer, in den Schrank rein. Also den ersten Platz gewechselt hat die Mama von der. Nochmal das Raga Hotel, was auch auf hat. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe. Und hier sind wir jetzt wieder vor der Gendarme. Die Gendarme ist die Militärpolizei bei uns, die sich hier in den Dörfern, also Kumkö, das ist die von Kumkö, die Gendarme. Und in den Dörfern kümmert sich ja die Gendarme um die Probleme oder Angelegenheiten. Und in der Großstadt kümmert sich dann die Polizei. Also wenn jemand Probleme haben sollte im Urlaub, egal was, man kann sich immer an die Gendarme wenden und die helfen dann auch immer weiter. Vor allem, wenn es da um die Touristen geht, setzen sie sich auch natürlich sehr gut ein. Also wenn jemand hier ein Problem haben sollte, kann man sich immer an die Gendarme melden. Ich bin fast den ganzen Tag im Laden zurzeit, weil ich habe auch viel zu tun im Laden. Sagen wir mal von 10 Uhr in der Früh, mittags, wenn ich da mal nicht da sein sollte, aber dann nochmal ab 16 Uhr bis in den Abend rein bin ich immer da. Also von morgens bis 10 bis 13 Uhr auf jeden Fall. Und eben in der Mittagszeit, wenn ich mal unterwegs sein sollte oder was zu tun habe, bin ich da am Spätnachmittag wieder am Laden. Aber ich bin halt immer in der Nähe auch, ne?
Das ist die Statue von Turgut Özal. Das war der türkische Präsident, der die Hotels hier bauen lassen hatte und den Tourismus gegründet hatte. Der Turgut Özal, seine Statue. Er war halt nicht wie unser. Er war halt nicht wie unser heutiger Präsident. Naja, mehr muss ich da halt nicht zu sagen zum heutigen Präsidenten. Und hier sind wir wieder vom Janet Akanthus Hotel, was auch eine sehr, sehr schöne grüne Anlage hat und einen sehr schönen Strandabschnitt hat und immer sehr gepflegt aussieht. Hier sieht man auch die schön gepflegten Holzlegen, der saubere Strandabschnitt. Und hier nochmal die schöne grüne Anlage. Guten Abend, hallo Diana. Vom Janet Akanthus Hotel. Jetzt hört man auch wieder den schönen Meeresrausch. Also den hört man jetzt besser als dort hinten, wo wir vorhin waren. Sind wir jetzt vor dem Sirma Hotel. Und hier hat auch unser Spaziergang angefangen. Danke, liebe Diana, ich danke dir für deine schönen Worte und ich bedanke mich auch für dein Besuch gestern im Laden. Und hier, liebe Leute, hat unsere Tour angefangen. Und hier wird sie auch jetzt wieder enden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Wir waren hier die Promenade bis kurz vor Side. Wir haben uns aktuell angeschaut, wie es hier aussieht, wie es hier gerade ist. Wir haben gesehen, dass alle Hotels aufgemacht haben, dass ein bisschen Menschen unterwegs waren um die Uhrzeit, aber es hat auch sicherlich damit zu tun, weil sehr viele Leute heute unterwegs waren. Dann sind viele auch sicherlich nicht am Abend nochmal rausgegangen. Wir haben uns den schönen Meeresrausch angehört und wir haben uns noch das Meer ein bisschen angeschaut und immer den schönen Blick in Richtung Side gehabt. Und für alle, die nach den Katzen
gefragt haben. Ich bin innerhalb in der nächsten halben Stunde dann auch live mit den Babykatzen bei meiner Seite Cats and Gold bei Facebook live, nicht bei YouTube. Und wer sich das gerne anschauen will, ich bin innerhalb der nächsten halben Stunde dann noch bei Cats and Gold meiner anderen Seite live mit den Katzen und der Babykatze. Ne? Ich danke euch für heute, fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Und wenn nichts dazwischen kommt, ich muss ja morgen früh auch nicht zum Tierarzt, dann sind wir morgen früh wieder, wenn die Sonne scheint, irgendwo an einem Strandabschnitt wieder live. Bis dahin alles Gute, ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!